Der FFH-Dummfrager. Irgendwann kriegt er jeden. Entschuldigung, ich lasse mich nur ungern stören. Was glaubt ihr, was ist ein Vetter? Vetter, es ist doch sowas, so ein Verwandter, oder? Ja. Oder ein Käse. Vetterkäse, oder? Das gibt's doch, oder? Das ist Feta-Käse. Ach so. Was ist ein Blaumann? Wenn man schwänzt. Also quasi einer, der von der Schule daheim bleibt. Ja. War der dann auch schon mal ein Blaumann? Nein. Das macht man nicht. Schule ist wichtig. Was könnte Hanebüchen sein? Hanebüchen, ein Sportler. Nee? Haarsträubend, sagt man da. So. Was glaubt ihr, was ist ein Lokus? Ich hab's schon mal gehört. Ein Auto oder ein Fahrzeug, irgendwas. So Geländewagen. Ja, wer kennt denn nicht den Ford Locus? Ja. Nee, damit hat's nichts zu tun. Es ist der altertümliche Begriff für Toilette. Was glaubst du, was ist eine Lümmeltüte? Es ist irgendwas, wo so Süßigkeiten drin sind. Nee. Keine Ahnung. Für was könnte man eine Lümmeltüte benutzen? Falls man sich übergeben muss oder so. Nee, dafür ist er nicht da. Zu Kondomen sagte man Lümmeltüten. Der Dummfrager in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia.